Über zwei Drittel der Jugendlichen in Duisburg unter 18 fallen zumindest einmal im Leben durch leichte Straftaten auf. Gut jede fünfte Tat findet unter Alkoholeinfluss statt. Michael Smolik und Katja Wolf erfahren, dass Leichtsinn auch lebensgefährlich enden kann. Region 1324, Verjährung, kommen. Das sind doch wir. Hört. Meine Fahrt in die Kammerstraße, Haus Nummer 76. Anja Brandner meldet ein verwüstetes Haus. Täter vermutlich noch vor Ort. Alles klar, Sonnenwegerichte frei? Ja, freigegeben. Ja, wir fahren. Aus Erfahrung wissen die Beamten, dass es meist Einbrecher sind, die auf ihren Raubzügen Häuser verwüsten. In diesem Fall scheint es außerdem noch um eine vermisste Person zu gehen. Erzählen Sie mal, was denn passiert? Anja Brandner ist mein Name. Meine Freundin hat mich darum gebeten, einmal hier nach dem Rechten zu schauen. Hallo. Also schauen Sie sich an, wie das aussieht. Also Sie wohnen nicht hier? Nein, ich wohne nicht hier. Meine beste Freundin wohnt hier. Und das ist Ihre Freundin? Bella. Hast du was von Lara gehört? Nein. Ich habe das Chaos vorgefunden. Ganz kurz mal. Was ist denn passiert? Können Sie was dazu sagen? Ich habe sie rufen lassen. Das ist meine Freundin Anja. Und es wurde mitgeteilt, Einbrecher vor Ort vielleicht? Oder Täter vor Ort? Oder also folgendes. Haben Sie irgendjemand gesehen, irgendwas mitbekommen? Ich war jetzt 3 Tage bei meiner Mutter. Die ist schwer an Grippe erkrankt und musste meine 16-jährige Tochter Lara alleine zu Hause lassen. Das ist eigentlich auch gar kein Problem, weil das Kind ist total zuverlässig. Ja. Und wir haben auch 3-mal täglich miteinander telefoniert. Heute haben wir noch nicht. Nee, das ist das ja. Gestern Abend habe ich zuletzt mit ihr gesprochen. Okay. Heute Morgen habe ich sie nicht erreichen können. Und jetzt habe ich mir natürlich total Sorgen gemacht. Wir wissen jetzt auch nicht, was da los ist oder ob noch Besuch da ist. Oder? Also es müsste auf jeden Fall noch jemand drin sein. Ich habe Geräusche gehört. Bitte, ja? Sind es? Dann ist Lara vielleicht doch drin und ihr ist irgendwas zu. Das hat niemand. Wir gucken uns um, ja? Okay. Was ist das denn? Okay. Das sieht nicht so appetitlich aus. Haben Sie einen Schlüssel? Ach, ja, natürlich. Beruhigen Sie sich erstmal, wir sind ja jetzt da, okay? Ich verstehe das. Ich will verstehen, aber wir schauen ja jetzt erstmal. Und jetzt bitte halten Sie sich ein bisschen im Hintergrund. Okay. Ach, du meine Güte, wie sieht das denn hier aus? Das gibt's doch gar nicht. Hallo, die Polizei? Lara? Ja, Lara? Ja, als wir hier in das Haus reingegangen sind, da sah es schon ziemlich wüst aus. Also das Mädchen war ja alleine zu Hause und das sah schon aus, als wäre hier eine ziemlich wilde Party gefeiert worden. Also meine Tochter ist absolut zuverlässig, also ja, ganz gut, ehrlich. Ich sag mal, eine Party ist ja jetzt auch noch nicht so tragisch, ne? Sowas macht sie nicht. Die Tür da hinten, die Tür ist auf. Vielleicht ist sie draußen. Hier ist die Lara. Lara, ja. Lara! Ich bin selbst völlig... Hallo? Fassungslos. Ist da ein Pool? Das war... Katja? Ach Gott, die Tür zum Hörer. Hallo! Hallo, könnt ihr die Polizei? Hören? Hallo! Hallo! Wer ist das denn? Wo kommt denn der Mann her? Hallo? Der ist nicht alles. Da liegt ein Mann in meinem Wohnen. Wo glaubst du das? Mein Gott, wo ist Lara? Wo ist Lara? Kennen Sie den jungen Mann? Ich habe keine Ahnung, wer das ist. Aber wo ist meine Tochter? Okay. Vielleicht ist sie noch im Haus. Ja, komm. Egon Verstreife, wir benötigen sofort einen Rettungswagen hier. Bewusstlose Person, sofort einen Rettungswagen am Tatort, bitte. Anja, komm. Ja, hab ich mit. Holz. Nein, ich kenne ihn nicht. Ich weiß überhaupt nicht, wer das ist. Und ich weiß auch überhaupt nicht, was hier los ist. Und ich weiß nicht, wo meine Tochter ist. Ja, die Frau, die Hausbesitzerin, die hat das natürlich hier mitbekommen. Die war natürlich bei unserer Maßnahme direkt dabei. Sie konnte sich das alles natürlich auch nicht erklären und war natürlich entsprechend aufgebracht und besorgt, hat uns immer wieder nach ihrer Tochter gefragt. Nur hier haben wir natürlich dann Gefahr für Leib und Leben. Da müssen wir uns dann auch direkt drum kümmern. 1324, Verjährung, kommen. Ja, 1324, hört. Ja, TV ist bei euch eingetroffen. Der junge Mann ist stark alkoholisiert. Auch sonst deutet für die Beamten zunächst alles auf eine wilde Party hin. Tatsächlich machen sie wenig später eine weitere beunruhigende Entdeckung. Wodkaflaschen, Weinflaschen. Nein, das ist nicht die Handschrift meiner Tochter. Meine Tochter, die hat vor anderthalb Jahren ihren Vater verloren. Die war überhaupt nicht, die war so zurückgezogen. Ich war froh, dass sie die letzten Tage überhaupt mal wieder sich mit Freunden getroffen hat. Sie ist nicht so ein Mädchen. Ja, das scheint hier ein bisschen anders auszusehen, oder? Ich glaub's nicht. Was ist denn da los? Mein Gott, was ist denn hier los? Mach hier so schnell, bisschen.
Kokain, Gras, Alkohol. Ja, wir haben in der Küche auf dem Küchentisch verschiedene Substanzen und Utensilien gefunden, was relativ eindeutig ist. Wir haben da einmal Marihuana gefunden. Wir haben dann auch entsprechend Schnupfbesteck gefunden und halt eben auch passend dazu dann eine weiße Substanz, wo eigentlich relativ klar sein dürfte, um was es sich hier handelt. Guck mal, Messer, kaputtes Glas, Blut. Okay, warte. Bleiben Sie mal bitte zurück, ja. Egon für 1324, wir benötigen hier vor Ort unbedingt schnellstmöglichst die Kriminalpolizei. Wir haben Drogen vor Ort, wir haben Messer mit Blut. Und die sollen mal bitte herkommen. Die Polizisten können ein Verbrechen nicht ausschließen. Darauf deuten das Messer und die Drogen hin. Die Tochter zu finden hat nun höchste Priorität. Wir durchsuchen jetzt hier mal weiter das Haus. Wir sind da, es ist alles gut. Ich verstehe Sie, aber Sie bleiben jetzt erstmal draußen. Okay. Bitte finden Sie meine Tochter. Das machen wir. Ja klar, wir durchsuchen weiter das Haus. Gerade Personen unter Drogeneinfluss sind für die Beamten unberechenbar. Die Hand an der Waffe dient der Eigensicherung. Hallo die Polizei. Hey, zieh dich durch die Spanne, Alter. Wir sind keine Spanner, wir sind die Polizei. Sieht man das nicht? Ohne Scheiß. Was läuft denn? Was läuft denn hier? Was läuft, also was hier läuft, sehe ich aber. Nehmen Sie sich doch erstmal Ihre Hose oder ja. Ziehen Sie sich mal bitte eine Hose an, ja? Leute. Mal eben reden können. Was wollen Sie denn hier? Können Sie mal bitte mein Haus oder das Haus meiner Mutter verlassen jetzt? Das ist Haus, ach, das Haus Ihrer Mutter. An? Ja. Sind Sie die Lara? Ja. Haben Sie einen Ausweis für uns? Ja. Was soll denn jetzt der Stress hier? Der Stress draußen sind Drogen, Blut, Alkohol, Verwüstung. Und die Lara wird hier vermisst. Bist du? Meine Tochter? Nein, das ist nicht meine Tochter. Wer sind Sie überhaupt? Was machen Sie hier? Sie kennen die beiden Personen auch nicht, ja? Nein, ich kenne die nicht. Bleiben Sie mal draußen, so wie es gesagt wird, erstmal, okay? Guck mal. Das ist sie auch nicht. Ach, im Leben nicht, nein. Das sind nicht Sie auf dem Personalausweis hier. Wo haben Sie denn her? Der lag hier einfach. Ich wollte keine Ärger. Ist Ihr Ausweis? Ich habe keine Ahnung, ich weiß nicht, vielleicht. Warum sagen Sie uns, dass Sie die Lara sind? Haben Sie da irgendwie eine Erklärung dafür? Ja, ich wollte jetzt einfach. Ich habe gehofft, dass das dann. Sie wissen schon, dass Angaben von falschen Personalien nicht so cool ist bei der Polizei, oder? Ja, ich wollte keinen Ärger mit der Polizei. Jetzt dachte, haben Sie das nicht. Ich wollte dir sagen, was hier stattgefunden hat. Was war denn hier? Was soll das denn jetzt hier? Ja, wie, was soll das? Es fehlt eine Person. Auf dem Tisch liegen Drogen, da liegt ein Messer mit Blut. Eine Person liegt leblos im Whirlpool. Deswegen fragen wir Sie als Polizei, was das hier soll. Und nicht Sie uns. Das Paar beteuert, nichts von den Geschehnissen mitbekommen zu haben. Auch die eingetroffenen Kripo-Beamten Bora Aksu und Eckhard Greitner werden informiert. Der Verbleib der Tochter gibt weiter Rätsel auf. Aber meine Tochter macht sowas nicht. Nein. Also sie ist keine Partymaus, sie ist ein ganz zuverlässiges Mädchen. Haben Sie denn Ihre Tochter versucht mal zu erreichen? Ja, natürlich. Ich war ja bei meiner kranken Mutter, die ich gepflegt habe. Ja. Und wir haben dreimal täglich telefoniert. Morgens vor der Schule, mittags nach der Schule, abends vor dem Schlafengehen. Und seit gestern Abend habe ich das letzte Mal mit ihr gesprochen. Wie viel Uhr? Also gestern Abend um 8 habe ich auf jeden Fall mit ihr telefoniert. Und heute Morgen ist sie nicht mehr ans Telefon gegangen. Okay. Und das ist ungewöhnlich. Okay. Wie sieht es denn hier im Rest des Hauses aus? Dass Teenager die Abwesenheit der Eltern zum Feiern nutzen, ist für die Beamten nicht ungewöhnlich. Nun gilt es, den Grund für das Verschwinden des Mädchens zu klären. Falls es hilft, gestern Abend war die Polizei schon mal hier. Das Pärchen, was wir im Schlafzimmer finden konnten, beziehungsweise das die Kollegen im Schlafzimmer festgestellt haben, die waren hinterher dann auch sehr kooperativ, haben versucht mitzuarbeiten, mitzuwirken und uns da quasi zu unterstützen. Und ab und an kamen die dann mit einigen Informationen, unter anderem dann halt auch mit einem ganz entscheidenden Hinweis. Ich komme nicht von hier. Ich komme aus Berlin. Wir wollten auf ein Musikfestival mit Finn, ein Freund von mir. Und der kannte Lara, ich kannte Finn. Lara nicht. So. Kennen Sie denn einen Finn? Ja. Ich kenne keinen Finn. Es ist definitiv niemand, mit dem Lara was zu tun hat. Also ich kenne Lara. Sie hat auch gestern nichts erzählt, dass sie von irgendwem Besuch bekommt oder noch eine Freundin oder so, dass wir einen Anhaltspunkt hätten. Auch der bewusstlose Mann im Pool gehört zum Bekanntenkreis des Berliners. Die Kollegen haben die Tochter noch am Vorabend im Haus angetroffen. Plötzlich ein Lebenszeichen der 16-Jährigen. Hallo? Lara? Mama? Lara, wo bist du denn? Mama? Wo bist du? Mama, Hilfe! Mama? Oh Schatz, wo bist du denn? Ende. Das war definitiv ihre Tochter? Das war meine Tochter, definitiv. Oh,
Sie haben hier so ein Ortungs-App. Ist das Handy von Ihrer Tochter dort registriert? Ja. Auf der Ortungs-App? Ja, natürlich. Sie hat bei sich und bei mir das drauf gemacht, aber ich weiß gar nicht, wie das geht, falls mein Handy verloren geht. Ich gehe da mal drauf gerade. Für uns ist es ein glücklicher Zufall, dass diese Ortungs-App auf den Handys installiert war, dass sie auch genutzt wurde. Und wenn dem so ist, bieten die natürlich hervorragende Möglichkeiten, um im Falle, sag mal, wenn man einfach nur wissen will, wo ist der, dann kann man gut feststellen, wo sich das Handy aufhält. Ja. Nürnberger Straße, der Kalkweg. Das Handysignal kommt aus einem Waldstück in der Nähe. Zudem informiert der Partygast die Beamten, dass seine Kumpels wahrscheinlich mit einem weißen Transporter unterwegs sind und unter Drogen stehen. Genau. Die Spurensicherung ist unterwegs hierfür. Die Kraft, die die beiden mit zur Wache nimmt, die steht gerade um die Ecke. Könntest du den Kollegen gerade mal umgeben? Genau. Ihr fährt mit uns, die Adresse habt ihr mitgekriegt. Ja. Und sie bleiben am besten hier. Nein, ich fahre mit. Ich muss doch mit zu meiner Tochter. Die braucht mich doch bestimmt. Doch. Dann wir nehmen sie mit. Sie hat auch nämlich das App auf dem Handy. Dann nehmen Sie das Handy mit. Ja. Sie bleiben aber im Fahrzeug. Sie bewegen sich nicht aus dem Fahrzeug, solange es wir Ihnen nicht sagen oder gestatten. Aber ich habe ich Ihr Wort? Ja, ich verspreche es Ihnen. Ja. Dann nimm du das Handy. Wenn Sie nur meine Tochter finden. Dann verlegen wir dahin. Die Beamten schreiben den Transporter zur Fahndung aus. Glaubt man dem Partygast, fehlen außer der Tochter noch drei seiner Freunde. Bora Aksu startet eine Abfrage der umliegenden Krankenhäuser. Doch keines meldet eine Person mit Schnittverletzung. Aufgrund des Hilferufs der 16-Jährigen bezweifeln die Ermittler, dass das Mädchen freiwillig mit den Jungs unterwegs ist. Ey, guck mal, das ist die Schwulschlümpfe! Hallo, was haben wir denn hier? Bleiben Sie mal hier. Hey, stehen geblieben. Runter mit dem Messer! Messer weg! Nee, hinlegen, bleib stehen. Junge! Ich sehe, dass Sie Party machen. Ja. Entweder kommen Sie runter und ich komme hoch. Also ich glaube, es ist für Sie besser, Sie kommen freiwillig runter. Komm schon. Hey, was haben wir denn hier? Was ist los mit Ihnen? Ein rosa Handy? Was ist los? Ein rosa Handy, das passt ja noch nicht wirklich zum Mann, oder? Ist das Ihr Handy? Ja. Ja, haben Sie sicherlich. Guten Geschmack. Sehr gut. Ich würde mir auch ein rosa Handy holen. Ja, ich bin schwul. Okay. Entschuldigung. Folgendes. Sie kommen jetzt mit mir runter. Das gefundene Mobiltelefon deutet darauf hin, dass die jungen Männer Kontakt zu der Vermissten hatten. Allerdings fehlen noch immer zwei Personen. Und eine davon ist definitiv verletzt. Finn! Kennst du den? Ja, ist ein Kollege von uns. Wo ist denn der? Diese Richtung. Ja, Bleiben Sie mal bitte zurück. Finn! Die Polizei ist Seien hier! Seien Sie mal still jetzt! Mein Gott! Grauenvoll. Nein, ich kenne die nicht. Was haben Sie mit meiner Tochter gemacht? Das Glück schien uns in diesem Fall tatsächlich in die Hände zu spielen. Wir hatten am ursprünglichen Einsatzort Drogen gefunden und dann hier angekommen haben wir zwei vollkommen zugedröhnte Vögel gefunden. Das schien zu passen. Der Typ hat ein Handy verloren. Das ist das Handy von meiner Tochter. Das ist Laras Handy. Okay. Was ist das für ein Vogel? Ein? Bleiben Sie mal stehen. Wir bleiben hier. Die Beamten vermuten, dass der Mann zum Kreis der Gesuchten gehört. Sein Fluchtversuch scheint zu bestätigen, dass die Kommissare einem Verbrechen auf der Spur sind. Er ist die einzige Chance, die Vermisste zu retten. Was ist denn los mit ihm? Nix! Polizeibeamte, losfahren! Hast du deine Handschellen noch? Ich hab gar nichts gemacht, Mann! Ich hab's gesehen. Man ist okay, die sind drin, Mann. Hör auf! Auf Druck der Polizisten gesteht der junge Mann. Kriminaloberkommissar Bora Aksu und Kriminalhauptkommissar Eckhard Greitner kümmern sich sofort um die stark benommene Minderjährige. Ist alles in Ordnung. Deine Mama ist dabei, die ist auch hier. Lara, ich bin da. Können Sie aufstehen? Ja, Mama ist da. Können Sie aufstehen? Vorsichtig. Geht das? Oh, ist auch noch angeschlagen. Hast du das, Ecki? Ich hab sie, ja. Vorsichtig. Weitere Verstärkungskräfte vor Ort? Ja, wird benötigt zum Abtransport. Wir haben ja zwei festgesetzte Personen. Oh Gott, wie geht's dir? Was ist los mit dir? Wir sind schon am See eingedrückt. Wir sind im Moment bei euch. Oh Gott,
Setzen Sie sich hin. Irgendwas stimmt nicht mit ihr. Kommen Sie her, setzen Sie sich hin. Ist unterwegs. Sie kümmern sich gleich um Ihre Tochter. Nehmen Sie Platz. Ich hab ihn grad durchsucht. Komm, Süße. Wissen Sie, wo Sie sind? Nein, nein. Gar nicht. Sie sind der Finn. Ich bin vor immer noch der Finn. Okay. Die ist komplett ausgerastet, ey. Sie sollte einfach nur chillen. Ich hab die gefesselt, Mann. Ja, wir sehen den weiter geradeaus. Fährt auf uns zu. Was sagt er? Hat sie gefesselt? Sie haben ihn gefesselt. Ja, die ist total ausgerastet, Mann. Die ist mit einem Messer auf mich losgegangen. Ich hab da eine Schnittwunde am Arm. Sie haben eine Schnittwunde am Arm? Ja, tut doch weh, Mann. Der junge Mann behauptet, dass die 16-Jährige ihn im Drogenrausch mit dem Messer attackiert hat. Woher sie die Drogen hatte, will er nicht sagen. Im Wagen finden die Beamten allerdings weitere Betäubungsmittel. Sie wurden belehrt und jetzt sagen Sie mal, was Sie zu sagen haben. Mann, wir haben nur gefeiert, Mann. Wir haben der LSD gegeben. Mann, die ist total ausgerastet. Wir haben die einfach gefesselt, damit die ein bisschen runterkommt. Ja, und das ist ihre... Die ist auch noch mit einem Messer auf mich losgegangen. Ich habe eine dicke Schnittwunde. Da tut auch weh. Warum geht sie mit einem Messer auf Sie los? Ja, die ist total Ja, Sie haben ihr LSD gegeben. Ja. Ja, warum dreht sie da ab? Das ist eine gute Frage. Die hat dann einfach nicht. Ja, ich kann auch nichts dafür, wenn die das nicht verträgt. Die wollte einfach nur einen korrekten Chip, dann hab, Trip, da habe ich ihr das gegeben, Mann. Die kleine Lara, die hat wohl einen Bekannten von Berlin übers Chat, übers Internet kennengelernt. Daraufhin wurde sie wahrscheinlich ein bisschen überrannt. Und um sie ein bisschen ruhig zu stellen, haben sie ihr vermutlich Drogen verabreicht. Und zwar hat sie dann eine gewisse Abwehrhaltung gehabt, hat versucht, sich zu wehren mit allen möglichen Waffen auch. Somit hatten sie sich dazu entschieden, sie erstmal einzupacken, zu fesseln, irgendwo hinzubringen, wo es ein bisschen ruhiger ist, wo sie kein Aufsehen erregen, und hatten gehofft, dass sie sich dadurch ein bisschen beruhigt und dass der Körper nach und nach die Einwirkung von Betäubungsmitteln halt abbaut. Wie sieht es mit der Wunde aus? Muss sie versorgt werden? Ist schon eine Schnittwunde, ja, aber verbünden sollte man sie vielleicht schon noch. Die jungen Männer haben sich unter anderem wegen Verstößen gegen das Betäubungsmittelgesetz und gefährlicher Körperverletzung strafbar gemacht. Ihr Opfer wird keine bleibenden Schäden davontragen.